Das heißt, wir hatten es gemeinsam. Oh. Die Freilichtbühne hier am Kalkberg in Bad Segeberg, die wird jedes Jahr eine riesige Karl-May-Spielwiese für alle Fans. Die kommen nämlich her und so auch in diesem Jahr, denn es gibt eine brandneue Geschichte. Und wir als Landentdecker, wir dürfen das natürlich nicht verpassen. Rimana und Old Firehand, beziehungsweise Winnetou 2, wird in diesem Jahr gespielt. Und wie immer, ich möchte gar nicht so viel verraten, weil dann würden wir zu viel verraten. Old Firehand ahnte nichts von der Bluttat in New Venango. Er traf an jenem Ort ein, den Winnetou und er als Treffpunkt verabredet hatten. Doch er fand keine Spur vom Häuptling der Apachen, bis er einen vertrauten Klang vernahm. Das klingt doch ganz nach Ilchi. Winnetou! Winnetous Herz ist froh, Old Firehand zu sehen. Wie ist es ihm ergangen? Ich lebe jetzt auf dem Land der Assiniboine. Seither bin ich oft in ihrem Dorf zu Besuch. Winnetou kommt von dort. Er besiegte Parano im Kampf. Er schreit nach Blut wie ein hungriger Kojote. Das gleiche gilt vermutlich für Emery Forster in Novenengo. Dem darf man nicht über den Weg trauen. Winnetou hörte davon. Und Fayette, wie lief's bei dir, hm? Ach, zum Teufel, Boss. Alles arme Schlucker hier. Bei einer Beerdigung ist meistens wenig zu holen. Naja, ich weiß, du bist neu hier in der Stadt, aber merk dir eins, jeder Dollar zählt. Wow, was war das denn? Oh, ich bin untröstlich. Ich habe Mr. Fenders noch davor gewarnt, mit dem Dynamit zu spielen, aber er hat nicht hören wollen. Wie traurig. Dein Job, Fayette. Es geht wie immer um eine Liebe, die sich erst finden muss und die erst die Wirren der indigenen Rituale durchlaufen muss. Es geht um Öl, was geraubt werden soll. Und wie immer ist das hier am Kalkberg gewürzt mit jeder Menge Action. Also es knallt und pufft an allen Enden. Man sieht hier Stunts und Effekte, die man hier am Kalkberg auch noch nicht gesehen hat. Und mit Humor. Es gibt ja immer auch ein bisschen diese humorvollen Rollen. Die sind dieses Jahr Tante Droll und die Snaffelzwillinge. Also auch es gibt wieder jede Menge zu lachen. Da hat sich Buchautor Michael Stamp wieder einiges einfallen lassen, um die Herzen des Publikums zu erreichen. Ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass die beiden hier ganz in der Nähe sind. Ah! Hey, so weit sind die beiden hochgekommen. Ja, ich glaube schon. Naja. Mr. Droll steckt in Schwierigkeiten. Oh, so ein Mist. Und ausgerechnet jetzt funktioniert mein Gewehr nicht. Lass das Schießeis, du machst mich ganz nervös. Ja, aber eben ging's doch noch. Du, drück mal hinten, ich schau mal vorne, ob was kommt. Wenn du so weitermachst, dann bin ich bald Einzelkind. Ach, dann nimm ich eben deins, das geht bestimmt. Was? Nein, jetzt pass doch auf. Das ist doch... Die Rotheit hat versucht, mich anzugreifen. Der weiße Mann hat die Assiniboine bedroht. Na. Immer schön bei der Wahrheit bleiben, Assiniboy. Los, packt ihn, Männer. Und zeigt ihm, was wir von diesem roten Gesindel halten. Moment mal, was ist denn hier los? Sind mal für Steffen die ganze Bande direkt zu uns, zu Schwachkopf. Verjagt! Steckt das Weib dort in die Höhle. Na los, Abmarsch. Ihr seid alle des Todes! Zum Teufel. Wer ist dieses vorlaute Mischstück überhaupt? Rebanna. Rebanna? Ist das nicht eine Sängerin? Also einiges los hier und jede Menge Menschen, also hunderttausende Besucher, die es jährlich hier gibt, selbstverständlich natürlich bei so einer Inszenierung. Und was hat dir denn am besten gefallen in diesem Jahr? Ich möchte eigentlich gar nichts so besonders rauspicken, weil ich glaube, am Ende ist es das Gesamtpaket. Und wir haben ja jetzt doch einige Festspiele, einige Open-Air-Theater besucht in diesem Jahr. Ja. Und was am Kalkberg wirklich immer das Besondere ist, ist die Stimmung. Ne? Also man sieht ja, es ist ja hier eher so eine Arena, es ist also nicht alles so hintereinander angeordnet wie jetzt bei den meisten anderen. Und das sorgt also auch für eine wahnsinnig gute Stimmung. Ob das ist, wenn davor Country Roads läuft und die ganze Hütte hier mitklatscht,
oder dass eigentlich kaum ein Schauspieler hier ohne einen Szenenapplaus sein Stück absolvieren kann. Das klingt jetzt so negativ, es freut natürlich die Schauspieler. Und gerade, ich habe mal mitgezählt, Alexander Klavs bei seinem ersten Auftritt dieses Jahr ist viermal abgefeiert worden, viermal beklatscht worden vom Publikum mit Johlen und Rufen. Und auch zum Schluss, wenn er hier nochmal seine Runde durch das Publikum reitet, Standing Ovations, und ich glaube, die Stimmung am Kalkberg ist eine ganz, 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 ganz besonderes. Wäre auch was für dich hier, oder? Hier mitzuspielen? Auf jeden Fall. Und selbst vielleicht ist ja noch eine Rolle als Pferd frei. Nee, für mich wäre lieber so die Comedy-Rolle. Die fand ich dieses Jahr wieder richtig cool. Ja, also wie immer, muss man sagen, ist ja auch immer top besetzt mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Gaststar sind natürlich dieses Jahr auch wieder mit dabei hier am Kalkberg, die gehören dazu. Sela Shahin ist dabei, die kennt man unter anderem aus den Soaps, ne? bei RTL. Wir haben mit dabei Jan Hartmann und Nick Wilder, und die kennt man zum Beispiel vom Traumschiff. Ja, da. Das kenne ich auch. Und ich habe ja immer die latente Angst, weil es ist ja immer mal jemand vom Traumschiff dabei. Und bitte, liebe Karl-May-Spiele in Bad Segeberg, tut uns den Gefallen, bitte tut ihn uns einfach. Überleg dir genau, was du sagen willst. Bitte nicht Florian Silbereisen. Danke. Für mich gerne. Der andere Kapitän war ja schon. Sascha Hehn hat ja vor Bayern den Ölprinz gegeben. Dann fehlt ja Florian noch. Dann lieber Harald Schmidt als komische Rolle. Chris, wir haben gerade ein bisschen von dieser Stimmung gesprochen, von dem Fankult. Und du hast ja heute auch was auf Selfie-Jagd. Ich war auf Selfie-Jagd und ich hatte fast jeden auf der Linse drauf, auf meiner Linse, Gott sei Dank. Und da war ich nicht der Einzige, denn, und das finde ich spitzenmäßig, es ist nicht nur die Inszenierung an sich und dann ist Feierabend, sondern im Vorfeld, hier oben ist schon ein riesiges Dorf aufgebaut. Indian Village? Ja, wo man sich schon mal so ein bisschen in diese Fußstapfen begeben kann. Und dann am Ende, das finde ich ganz klasse, da gehen dann die Kinder runter an die Bühne und dann wird wirklich jedem die Hand geschüttelt von den Schauspielern. Und ich meine, wer will das nicht mal machen? Hast du gerade gesagt, da gehen die ganzen Kinder runter? Ja. Und du warst dabei? Naja, komm. Also eine Sache möchte ich gerne noch loswerden zum Schluss. Es war heute die Nachmittagsvorstellung und es sind wunderbare 29, 30 Grad. Und ich finde es schade, dass viele, viele Gäste trotzdem so unvorsichtig sind, sich A, nicht genug zu trinken mitnehmen und B, keinen Hut tragen. Und das hat man heute auch gesehen. Also hier die Medizinmänner hatten alle Hände voll zu tun und somit auch. Also ich würde den Hut, wenn der jetzt hier nicht festgegurtet wäre, jetzt vor euch ziehen. Und an alle, die hier noch her wollen, sollte es warm sein, nehmt euch bitte eine Kopfbedeckung mit und genug zu trinken. Also, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Karl-May, die können selbst das. Und damit würde ich sagen, Howdy, bis zum nächsten Jahr. Warte, lass mich hier ganz kurz in das F drucken. Halbblut. Halbblut kommt im nächsten Jahr, 28. Juni bis zum 7. September. Wie immer, Donnerstag bis Sonntag. Und bis dahin reiten ich und mein Bruder Chris Lucio Schön. Shatterhand. Chris Lucio Shatterhand. Ahoi.